Moin Leute, zurück bei Far Cry 5 Lost on Mars. Wie man sieht hier, das Gebiet muss ich noch clearen, dann sind wir durch. Weltraumjets verfügbar, okay. Was kommt jetzt alles hier rein? Naja, da war ich schon überall. Ich glaube, wir gehen jetzt direkt zum Turm. Dann geht's ja halt erworben. Was kommt jetzt alles rein hier? Verstehe ich nicht. So, so sieht es aktuell aus. 78% erledigt. Das ist schon nicht schlecht, sag ich mal. Antenne in den entlegenen Dünen werden wir jetzt probieren zu anzuschalten. Da sind natürlich überall hier schön, es wird Sandgegend, das ist natürlich sehr schön. Eigentlich eher nicht, weil das heißt, da kommen dann gleich wieder die ganzen Nervbeulde und wollen mich dann frühstücken. Und da habe ich gar keine Lust zu. Aber wir werden sie verarschen, hoffe ich zumindest. Pflaster. For the win. Blöde Vögel. Die Nerven. Oder scheiß Fledermäuse. Was ich wieder. Das sind komische Dinger. Ich bin vernervt so rum. Aua. So. Alles erwischt. Alles erwischt. Ja, jetzt wird's lustig, da hinzukommen. Ich probiere einfach mal was. Sag mal. Wir nerven hier rum, ne? So, was ich probieren will ist, eine sehr gute Höhe erreichen, dann Wingsuit und rüber. Wir nähern uns Antenne B1. Meine Güte! Die Weltraumkrabben haben hier ja ganze Arbeit geleistet, siehst du das? Oh. Kakerlaka. Weißt du, was mich am meisten am Mars ärgert? Keine Ahnung, der drohende Untergang der Erde? Die Weltraumkrabben? Nein, das ist es nicht. Wo sind all die dreibrüstigen Frauen? Ich habe mich wochenlang umgesehen, mein Freund, und nicht eine einzige gesehen. Was haben die hier gemacht? Total Recall? Eher die totale Lüge. Doc, du weißt, ich liebe dich, aber du bist echt nicht normal. Na komm, lass mich da oben hoch als Absprungturm hier. Direkt in einer Arachniden-Kolonie hier erstmal. Aua. Aua. Oh, wir sind da hier. Dieser Roboterkörper ist prima. Da haben wir ganz schön viele Viecher rum jetzt. Nervenbeule, ey. So, wo muss ich jetzt hin? Auf jeden Fall schnell weg hier. Ich muss eben Orientierung finden. Oh, okay. So. Alter! Wieso war mein Wingsuit nicht aufgeladen? Oh, was ist das denn jetzt? Alter, das ist gar nicht so einfach. Die sind schön am Umexplodieren, die Heinis. Ach man. Oh. Ja, ich habe auch nicht drauf geachtet, dass mein Jet nicht aufgeladen ist. Und schon, schon Feierabend, ey. Oh Mann, ey. So schwer ist es doch nicht. Wo starte ich jetzt? Jo, wir genau da, wo ich nicht starten will. Meine Güte! Die Weltraumkrabben haben hier ja ganze Arbeit geleistet. Ja, das Spiel geht auch ab und zu ein bisschen lahm, ja. Also es ist nicht, komfortabel von der Steuerung her, sag ich ganz ehrlich. Wieder gibt es bessere Spiele, weil ab und zu muss man halt länger drücken und so, und das aktiviert sich einfach nicht. Das ist dann schon so ein bisschen blöd. Nein, das ist es nicht. Wo sind all die dreibrüstigen Frauen? Ich habe mich wochenlang umgesehen, mein Freund, und nicht eine einzige gesehen. Total Recall. So, ich werde erstmal gleich mal die totale Lüge. Das war die bisschen Splash-Damage machen. Du weißt, ich liebe dich, aber du bist echt nicht normal. Ich
scheißegal, ob es jetzt explodiert hat oder nicht. Zusehen hier. So, jetzt werden wir einfach machen. So, einfach durch. Zack. Fertig. Tada. So, den wichtigen Turm hier erstmal geklärt. Was läuft? Antenne in den entlegenen Dünen. Ja, schön. Antenne B1 wiederhergestellt. Neue Energiezellen geortet. Nussknacker. Wenn wir zurück sind, wird uns die NASA bestimmt nach unseren Entdeckungen ausfragen wollen. Wir sollten echt Proben nehmen oder sowas. Wissenschaftler lieben das, Mann. Sie werden uns total dankbar sein und unsere Freunde sein wollen und uns in ihren Raketen fliegen lassen. Jeder Nerd ist okay, wenn er mich seine Rakete besteigen lässt. Moment, das klingt komisch. Jetzt haben wir Phobos und Ceres. So, gucken wir uns erstmal die Karte an. Ja, Hörgteil mitten in der Wüste hier. Na, sauber, dann gehen wir erstmal hin. Oh, das ist ja richtig übel noch hier, was ich machen muss. Hupsi. Da haben wir ein bisschen mehr zu tun, wa? Nicht zu wenig sogar. Gehen wir erstmal zum Hörgteil, glaube ich, und dann gehen wir darüber. Mal schauen, wie ich hier durch die Dünen komme, weil die Dünen da sind verseucht mit Viechern. Hier sind bestimmt auch noch Königin und Labyrinth ist hier bestimmt auch noch. Jo, habe ich doch noch ein bisschen was zu tun hier, wie man sieht. Doch nicht so wenig, wie ich dachte. Schade. So. Nussknacker. Mal gucken, was das Ding kann. Habe ich noch irgendwelche Verbesserungen für meinen Anzug eigentlich? Nein. Okay. So, der Nussknacker. Verschießt schwere Laserkugeln, die sich auf ihre Ziele stürzen, wie Fliegen auf Kuhmist. Verfügt außerdem über verschiedene Feuermodi. Wird mal gekauft. Der Nussknacker! Genauso unniedlich, wie der Name sagt! Ausprobieren. So, diese Waffe kann in zwei verschiedene Modi abgefeuert werden. Im ersten Modus verschießt sie all ihre Projektile auf einmal, im zweiten Modus nur ein Projektil nach dem anderen. Öffne das Waffenrad, wähle die Waffe aus und drücke auf Viereck, um zwischen den beiden Feuermodis umzuschalten. Okay. Das dauert richtig lang, bis sie wieder aufgeladen ist. Hörgteil ist da unten. Dann gehen wir da jetzt direkt hin. Wie gesagt, gucken, was passiert. Wahrscheinlich ist das Gebiet hier auch mit am schwierigsten mit. Eins meiner Teile ist hier, Mann! So, wo soll das sein? Die Waffe wollte ich schon immer haben. Schön. Yeah, ein Fuß. Tada! Höchst rechter Fuß. Da gibt's noch was zum Lesen. Das ist mein Lieblings- Ich werde meinen Kurs mitnehmen, aber musst du selber lesen. Schnell, dann stoppen. Ich kann es nicht gerade nicht lesen, weil ich sonst blockiert habe. Doch, kann ich im Auge behalten. Ich habe eine verletzte Königin gefunden. Ich markiere den Ort und werde später nach ihr sehen. Dann ist sie hoffentlich entweder schon sehr schwach oder, was noch besser wäre, tot. Natürlich. So, jetzt gehen wir hier mal kurz noch hier zu dem anderen Ding da. Das ist voll, das ist nicht so cool. Von einer anderen Position. Wingsuit Power. Wir nähern uns der Abbaustation B1. Warnung. Eine Arachnidenkönigin ist in Besitz einer Energiezelle. Arachnidenkönigin, natürlich. Wir wissen ganz genau, wie wir sie kriegen. Lacken wir mal heraus. Was denn auch sonst, ey. Mach die Eiernester kaputt! Das sind diese rot leuchtenden Äste! Schieß auf die Eier, Mann! Die Eier. Ich weiß, die Eier. Hey, die Waffe ist gut. Die Eier. Wo sind sie denn, die Eier? Unter mir anscheinend sind die Eier.
Eier. Ich will jetzt aber eigentlich nicht runter, um ehrlich zu sein. Ich kann natürlich jetzt auch die ganze Zeit, die Arachniden killen, aber ich glaube, ich muss noch ein bisschen auf die Eier schießen hier. Wo sind die denn jetzt? Ah, hier. Alter, was das Ding für Reichweite hat, ne? Unglaublich, wie schlecht die Reichweite ist. Oh. Diese kleinen Krabbenplatten, Mann, ich hasse die Biester! Diese Krabben erinnern mich an meine Seismische Aktivität erkannt. Da kommt sie! Ja, schön! Hilfe! So, jetzt habe ich falsch den Knopf gedrückt, jetzt habe ich so einen Schutzschild drin. Wollte ich nicht, wo ist sie denn? Da! Die hält ein bisschen mehr aus anscheinend. Kriegt gerade ein bisschen Damage hier. Ist nicht so schön. Schüsse sind sehr irritierend ab und zu. Aber die Waffen, die ist schön. Die macht Spaß. Endziel, Aimboard. Na komm schon, lad auf. Ja, lad die Waffe schon auf. Na schön. Warum gehen die Schüsse da hinten denn? Wir müssen ein paar Weltraumkarten töten, um sie anzulocken, Bro. Ach nö. Okay. So, wo sind die denn alle hier? Die Weltraumkräppchen. Hier ist es doch überall schief. So, dann müssen wir wieder da sein, die Königin. Da ist sie ja wieder. Schieß schon! Solange die andere Waffe auflädt, kann ich ja die nehmen. Nein, keine Muni mehr. Verdammt. Wow. So ist es echt eine schöne Sache. Wir müssen ein paar Weltraumkarten töten, um schon weggekrabbelt hier. Schieß doch mal. Gut dann so. Ach komm. Konzentrier das Feuer auf die Königin! Ja, ich weiß doch. Aua! So! Supidupi! Ja, gute Arbeit, Mann! Diese fiese Königin hatte keine Chance, Bro! Profi-Schützen-Upgrade. Ihr könnt eintreten. Cool. Meinen Scans zufolge ist nur noch eine Handvoll Königinnen übrig. Du musst sie ausrotten. Ja, 5 Stück sind noch übrig. Die Penners. Ach, ich hätte auch noch hier die Roboter holen können, Idiot. Ganz vergessen. Na, ich hab's davon noch gesehen. Ich bin ja so gut. Naja. So. Sind wir schon weiter. Abbaustation in den entlegenen Dünen. Cool. Abbaustation B1 hergestellt. Ich wette, das Kind nicht vermisst, ne? Der Vernichtungs... Ja. Vernichter... Ich kann glauben, dass meine Eltern mich vermissen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, haben die wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass ich weg bin. Genau wie damals, als ich mit 30 von zu Hause weggelaufen bin. Aber dieses Mal, wenn ich zurückkomme, wird es anders sein. Ja, völlig anders, Alter. Dann habe ich einen Planeten gerettet und sie müssen mich einfach lieben. Mein Papa, meine Mutti, Anne, sie alle... Wir werden eine glückliche Familie sein.
Wir treffen uns an den Feiertagen und so. Alter, wie an Weihnachten oder dem kanadischen Thanksgiving. Und fürs echte Thanksgiving, Mann. Mir wird ganz warm ums Herz, wenn ich dran denke. Yeah. So, mal gucken. Ich kann eine Verbesserung machen. Machen wir erstmal die Verbesserung. So viel Kohle habe ich auch nicht, leider. Die Verbesserung wird natürlich sofort reingestopft hier. Profi-Schützen-Upgrade des Verderbens. Zieh so schnell wie ein gottverdammter Weltraum-Cowboy. Yeah. 1000. Upsi. Ja, jetzt gibt es keine Kohle mehr. Alter, hier gibt eine neue Waffe. Das Ding. Das ist ein Raketenwerfer in Pistolengröße mit mächtigen Padabum. Schade, das Ding hätte ich auch gerne gehabt. Aber es kommt noch. Das kommt noch. So, die Robos müssen hier schon alle befreit sein. Jetzt kann ich erstmal eine Runde looten. Looty Duty. Und dann mal gucken, wo ich da hingehe. Was haben wir hier noch auf dem Weg? Da hinten haben wir noch so einen komischen Energienzell. Da gehen wir da als nächstes hin. Das ist ja gleich um die Ecke hier. Jetzt muss ich gucken, wo ich hier noch überlooten kann. Ey. Erstmal looten. Viel rumschießen, sonst schießt man vielleicht seine Ressourcen kaputt. Das wäre nicht so schön. Nichts, es ist dunkel nur, okay. Ich brauche nämlich Kohle. Kohle brauche ich. Hier lohnt sich ja gar nicht, sehe ich gerade. Nö. Ja, hier gibt's ja gar nicht so viel, leider. Ich dachte, hier gibt's mehr. Aber irgendwie... Nö. Schade eigentlich. Naja, gehen wir hinten mal hin. Ich suche mal einen kurzen erhöhten Punkt. Wieder hin. Schweben. Schneller. So, hoffentlich ist hinten nur eine Königin und nicht irgendwie so ein Labyrinth wieder. Hey, lauf! Na los! Lauf! Ey. Nein, nein, die Königin am Rand. Du, was? Meine Königin! Oh, verdammt, sie hat mich doch nicht gehört, oder? Hä, was? Doch, die Mission wollte ich nicht annehmen. Doch, ich habe ihn irritiert wie eine Kuh. Lebt er noch? Ah. Oh, oder Königin am Rand, bla bla bla. Ja. Kurz mal eben annehmen die Mission. Okay, wo ist die? Wo ist die? Wo soll die sein? Eingebuddelt? Oder was ist da los? Gut, dann verpissen wir uns erstmal. Au, lass das! Die Jungs rocken, Mann, aber Hard Rock. Ich war bei ihrer No Guts, No Glory Holds Tour dabei. Wer beschießt mich hier noch? Wer beschießt mich hier noch? Was soll das? Lass das, wer ist das? Warum? Scheiße, die waren so drauf. Ihr Manager hatte nur 3 Forderungen pro Konzert, Mann. 6 Stangen Zigaretten, 6 Flaschen Whisky und 6 als Zauberer verkleidete Zwerge, die an der Waffe stehen. Ja, getroffen. Aua. Entschuldige, ich meine natürlich Personen von kleiner Statur. Das waren andere Zeiten, Mann. Die Regeln waren 2012 noch hat sich wieder verpiesel, ganz anders, ne? Als heute. Eine Schande, was Ihnen auf Rogue Island passiert ist. Wo ist die Königin jetzt?
Ich habe Ihnen gesagt, dass Dildo-Fechten in einem fahrenden Bus keine gute Idee ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Fahrer kriegt das Ding ins Gesicht, der Bus fuhr eine Klippe runter und ich habe als Einziger überlebt. Das. Jetzt verpisst er sich schon wieder. Wo fliegt der hin? Das Glühwürmchen. Der hat keinen Error gekriegt, mein Schuss. Die Waffe ist echt super, ey. Tada! Noch eine Königin gelegt. So. Looten, duden. Sieh uns nur an, Alter! Zwei Herzensbrecher und Halsabschneider! Na, was soll's denn looten? Ich glaube nicht. Wir haben alles ausgelöscht hier. Läuft. Die kommen gut voran. Na gut, mit den Waffen ist auch kein Wunder. Also, ganz ehrlich. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen was zum Clearen. Na, nur ganz bisschen. Nicht viel, nur ganz bisschen. Die Waffe ist einfach toll. Okay, alles auf den einen wollte ich eigentlich nicht. Ah, die Schüsse sind noch übrig. Jetzt kann ich die wieder anvisieren. Die Schüsse fliegen dahin. Fliegen die Schüsse weiterhin durch die Gegend. So, auf nächstes Ziel. Fliegen so lange durch die Gegend, oder was? Haha, das ist ja lustig. Imba-Waffe. Das ist zu nett. So, gucken wir mal kurz nach, wie ich habe hier noch. So, nächstes gehen wir wohl dahin. Aber das sehen wir am nächsten wird, weil ich werde die Aufnahme jetzt erstmal hier beenden. Dann geht es hier irgendwann weiter. Aber jetzt muss ich erstmal ein bisschen pausieren hier. Aber gut, was geschafft. Wie gesagt, ich hoffe, ich kriege das hier noch alles fertig, bevor das dritte DLC rauskommt. Mit den Zombies. Ich weiß allerdings gerade nicht genau, wann das rauskommt. Aber das kommt raus, definitiv. Und ja, bin gut weit gekommen. Wie gesagt, gucken wir uns mal die Übersicht mal an. Da bin ich sehr mit zufrieden im Moment. Wo kommt denn her? Tja, läuft mich einfach ab hier. So, jetzt gehen wir in die Übersicht. So, so sieht's aus. Wie gesagt, das habe ich noch zu clean, diesen kleinen Bereich hier. Aber es gibt noch viel zu tun, dies ist noch ein Teil von Herc. Da sind noch zwei Energiezellen. Hier ist noch eine Station, eine Roboteraufbewahrungsanlage. Hier oben haben wir noch, was haben wir noch? Geologisches Forschungszentrum. Und hier überall noch die Kristalle. Also ist noch gut was zu tun. Ja, aber trotzdem, man sieht hier schon mal meinen Kraterbereich hier schon gut weggemacht und schön befreit. Die Arachniden ziehen sie zurück, glaube ich, hoffe ich. Und ich bin gut dabei. So sieht es im Moment aus. 89% erledigt. 17 von 19 Terminals hochgefahren. 11 von 12 Körperteilen von Herc gesammelt. 11 von 15 Königinnen getötet. 3 von 5 geothermale Anomalien abgeschlossen. 0 von 6 Klatschnixen Herausforderungen abgeschlossen. Ja gut, die mache ich nicht, weil die nerven. 13 bis von 28 gelesen Nixen-Notizen, was? Notizen von Larry, so. Ja, damit verabschiede ich mich. Danke fürs Zusehen und Zuhören. Reingehauen, bis demnächst. Tschüss.